Hallo Welt, da sind wir wieder. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Ich kann einfach nicht verlieren. Und unsere Siedler sollten langsam richtig, richtig glücklich werden. Vielleicht werden wir in dieser Folge werden wir vielleicht noch ein paar Siedler zuweisen. Dafür bräuchten wir erstmal ein paar Kleidungsstücke. Und dann natürlich die Siedler dafür. Sie sieht nicht sehr glücklich aus hier zum Beispiel. Es regnet aber auch, das weiß man nie bei denen. Ich überlege noch, ob wir hier nicht auch einen Spielautomaten irgendwo hinstellen sollen, hier gleich vorne. Scheinbar haben sie im Hotel drüben die Spielautomaten noch gar nicht entdeckt. Verkabelt ist alles. Ja, wir sind soweit fertig. Eigentlich könnten die Türen jetzt rein. In dieser Folge schon. Und dann können wir in der nächsten, übernächsten, ja, das wird hier so Kleinkram, das wird noch ein bisschen aufhalten. Aber bald werden wir dann rübergehen können nach Somerville Place und danach, glaube ich, haben wir schon die letzte Siedlung, die wir hier bebauen können. Halt, Moment, ja, wir haben natürlich noch viel zu tun. Im Vault 88 ist das, ja. Da sind wir damals nicht fertig geworden, da haben wir schon den Höhlenkoller gekriegt. Also sind wir dort geflüchtet. Ja, ich glaube, es hat Gummi gefehlt. Wir konnten einfach nicht weiterbauen. Ich überlege gerade, ob wir die Siedler jetzt zuweisen, die Türen einsetzen oder hier vorne noch ein paar Spielautomaten hinstellen. Denn wie gesagt, im Hotel scheinen sie die nicht gefunden zu haben. Da drüben treibt sich niemand rum. Also könnten wir doch eigentlich hier noch ein paar von diesen Automaten aufbauen. Naja, hier wohl weniger. Hier denke ich schon. Ein paar mehr dürfen es sein, damit es auch keinen Streit gibt. Von wo holen wir uns dann am besten jetzt Energie? Von oben, glaube ich. Oh nein. Ja, damit kommen wir leider nicht durch. Merkwürdigerweise auch nicht mit diesen Dingern hier. Das schmeckt köstlich. Ja, die kann man schön auf dem Boden entlang legen oder so. Ja. Ja, wir gucken mal von oben, wie wir da so runterkommen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aha. Wir müssten dann ja schon hier rauskommen, oder? Soweit.
Nee, schön wird das alles nicht. Außerdem verbraucht das zu viel Baumaterial. Also zu viel Größenbalken, meine ich. Baumaterial. Haben wir ein bisschen was. Na, dann holen wir doch von unten Strom. Doch, das ist ja praktisch. Hier haben wir doch alles, was wir brauchen. Ja, dann machen wir das so wieder schön in die Ecke. Und das auch in die Ecke. Das Kabel nehmen wir ab. Und bitteschön, ihr habt funktionierende Spielautomaten. Viel Spaß damit. So viel Getränke, wie das Herz begehrt. Ja, wunderbar, oder? Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh, alles tut weh. Und das wird auch noch schlimmer. Warte ab, bis wir euch allen Arbeit zugewiesen haben hier. Aber erstmal gehen wir schlafen eine Runde. Ach, und wir wollten seit Ewigkeiten schon das Wetterwechselgeschossteil oben ausprobieren. Ah, das machen wir am nächsten Tag. Jetzt werden wir erstmal sehen, wie das hier überhaupt geht mit dem Schlafen. Also im Sekundentakt zählen die Stunden nicht mehr runter. Das liegt daran, dass wir jetzt den Größenbalken schon zweimal entleert haben. Ja, immer nachdem man so viel gebaut hat, wird das langsamer hier im Schlaf. Muss ja erstmal alles berechnet werden, scheinbar. Ich hatte da vor geraumer Zeit schon mal die Idee, dass man vielleicht das anders macht, wenn man im fünften Teil das Bauen noch drin lässt. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass noch das Bauen noch drin bleibt. Und dass man da dann vielleicht so abschließend irgendwie was machen kann. Dass man sagt, so an dem Gebäude möchte ich jetzt nichts mehr rumbasteln. Also programmiertechnisch. Also programmiertechnisch meine ich, dass man irgendwann sagt, so, das Gebäude ist jetzt so, wie ich es haben will, ich bastle daran nichts mehr rum. Und dann lässt man das eben quasi einmal rendern, aber als ein Klotz und nicht als ganz viele Einzelteile. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt sind hier überall Einzelteile, an die man rangehen könnte. Und dass man das danach eben, ja, das kann ja ruhig etwas länger dauern dann einmal. Aber wenn dann der ganze Klotz da steht, dass das dann irgendwie anders berechnet wird. Ich weiß ja nicht, wie das so mit der Engine und so hinhaut. Ich bin sowieso schon total begeistert, dass sowas alles jetzt möglich ist mit dem Bauen und so. Ja, das finde ich echt spaßig. Merkt man, oder? Was habe ich gesagt? Wir sind soweit fertig. Wir wollten das Wetterwechselgeschoss nochmal ausprobieren und das machen wir genau jetzt. 8 Stück haben wir da drin. Na, das brauchen wir nicht. Ja, vielleicht nehmen wir das. Es regnet, wie man sieht. Oh. Und es ist klar. Wie schön. Es hat funktioniert, Curry. Hast du es etwa schon mal gesehen? Okay, da ich die Leuchtpistole nicht mehr habe, ich habe schon viel über die Leuchtpistole geredet, das entwickelt sich auch langsam zu so einer Art Anti-Running. Wieder gewonnen. Ja, das entwickelt sich langsam zu einem Running-Anti-Gag. Spielautomaten musst du ausprobieren. Ach, haben sie ja doch gefunden. Wenigstens der Versorger hat hierher gefunden. Mit der Leuchtpistole meine ich. Und wer die Leuchtpistole noch hat, der kann ja mal ausprobieren, ob man mit der Leuchtpistole auch Wetterwechselgeschosse verschießen kann. Das ist eben eine Sache, die mich daran interessiert. Ansonsten
ist das zwar schön, dass es so etwas gibt, aber so oft... Wow, so oft haben wir das ja nicht gebraucht. Also die Leuchtpistole haben wir nicht so oft gebraucht. Ein paar Mal gerade am Anfang war sie sehr, sehr nützlich, aber im Nachhinein jetzt so... Naja, wir haben sie ja auch nicht mehr. Wie sollen wir sie gebrauchen dann jetzt? Aber genug zur Leuchtpistole. Hier, wir haben die zum Glück... Die Spielautomaten ganz zum Schluss erst aufgebaut, nachdem wir quasi schon fertig sind mit allem. Wenn du arbeitest, kannst du essen. Denn so einfach sonst, ist das. Sonst reden uns die Siedler immer rein. Nein, nicht alles nehmen. Aber Wasser nehmen wir nochmal hier raus. Und oh nein, keine Kronkorken. Na, sag schon, ein Leistenbruch. Ein Leistenbruch? Okay. Harte Arbeit, wie jeden Tag. Ach ja, richtig. Immer das Gleiche. Gut, dass du mich drauf aufmerksam machst. Gut, 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 gut. Dann gucken wir uns mal die Sachen ein. Ein einfaches Leben ist das nicht. Die wir hier im wahrsten Sinne des Wortes Sachen. Die wir hier eingelagert haben, nämlich Sachen, Klamotten für unsere Siedler. Kampfrüstungen natürlich. Ich glaube, wir nehmen jetzt einmal die ganzen Sachen, die sowieso für Siedler irgendwann gedacht sind, mal raus. Auch wenn wir die jetzt nicht verteilen alle, aber wir nehmen die mal raus und lagern sie dann da ein, ja, wo sie so ungefähr auch dann hingehören sollen. Also Kampfrüstungsteile zum Beispiel, die kriegen unsere Wachen, aber nur, wenn sie verbessert sind. Nicht die Wachen, die Kampfrüstungsteile. Militäruniform. Ah, ein Palettenkleid. Militäruniform ja eigentlich auch für die Artillerieteilfrau oben. Die Polizisten-Sonnenbrille für unsere Versorger. Den Rest könnten wir eigentlich auseinandernehmen teilweise. Jeanskleid, da haben wir noch nichts für. Sauberes cremefarbenes Kleid, das hatten wir auch irgendwo verteilt. Ah, das nehmen wir mal mit raus. Schmutzige Armeeuniform? Nein, da sind wir doch eigen. Mittlerweile wollen wir, wenn, dann die saubere Armeeuniform. Und auch da war in den Kommentaren vor einiger Zeit mal die Frage, wo man denn Armeeuniformen findet. Ja, vielleicht suche ich mir das nochmal raus. Ich habe das, glaube ich, auch beantwortet dann. Ja, ich gebe mir mal Mühe, alle Kommentare zu beantworten. Wenn mal keine Antwort kommt, einfach dann nochmal schreiben. Ich habe gesehen jetzt mit der neuen Version von YouTube, dass mir da einige Kommentare in der alten Version gar nicht angezeigt wurden. Aber normal versuche ich, alle Kommentare immer zu beantworten. Ja, und da wollte ich mal gucken, ob wir dann nicht sogar so eine Route mal ablaufen können für die Armeeuniformen. Was ja noch geplant ist für die Zukunft irgendwann mal, dass wir dann zukünftig irgendwann mal so eine Art Herausforderungen machen, dass wir also zum Beispiel, oh, das ist aber wenig, was wir hier kriegen. Wie kommt das denn? Das ist aber verdammt wenig Kleidung, die wir hier haben für die Siedler. Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. Hm, haben wir das hier irgendwo anders schon eingelagert? Ich glaube nein. Einige haben schon was an. Herausforderungen, um darauf nochmal zurückzukommen, dachte ich, dass wir... Ja, weiß ich nicht. Dann, wenn wir fertig sind mit den Siedlungen und vielleicht auch fertig mit der Geschichte, dass wir dann also zum Beispiel mal sagen, ja komm, wir versuchen mal, wie lange dauert es von Sanctuary Hills runter bis nach Dunkelwasser Baustelle, wenn man nur mit dem Messer bewaffnet ist, zum Beispiel. Aber da könnte man als Herausforderung dann auch so eine Route mal mit einbauen. Wir suchen Armeeuniformen. Ich hoffe, dass bis dahin dann alle Armeeuniformen dann schon da sind. Ich glaube, im Überlebensmodus dauert das relativ lange, bis die ganzen Teile wieder, ja, bis Gammelkala rumgelaufen ist und die ganzen Behälter und so wieder aufgefüllt hat. Das, glaube ich, dauert im Überlebensmodus länger als im normalen Modus. Da geht das, glaube ich, schneller. Ich glaube, so drei oder
höchstens 7 Ingame-Tage. Und ich glaube, im Überlebensmodus, lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, da dauert es 40 Ingame-Tage oder so, bis da wieder was passiert. Aber das sind nur, das ist jetzt nur geschätzt, so ungefähr, meine ich, ist das aber. Aber wie gesagt, ich mag mich auch irren. Hat es jetzt irgendeinen Sinn ergeben, was ich da gesagt habe? Nun, ich habe gesagt, was wir da noch alles vorhaben in Zukunft. Ja, es ergibt Sinn für mich. Und jetzt müssen die Siedler erstmal ihre Kleidungen abgeben hier, denke ich. Wir machen das diesmal anders. Wir ziehen sie alle nackt aus. Das sieht gefährlich aus. Luca-Cola. Hoffentlich oder? Bist du nicht meinetwegen hier. Niemand hat genug ich zu will essen. Nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Was tun? Schieß los. Nein, wir können sie gar nicht nackt ausziehen. Oh, das wäre natürlich einfacher, dann würden wir sie besser erkennen, alle. Ja, wie machen wir das dann? Können sie alle so angekleidet bleiben, wie sie sind? Sicher. Der hat doch mit Sicherheit... Ja, der hat noch sein Inspektoren-Outfit hat er noch. Also ziehen wir ihn doch mal um. Wie veranlassen wir ihn dazu? Ausrüsten, T. Grieser Jacke und Jeans nehmen wir ihm dann mal. Und Tee nochmal. Die Zeitungsverkäuferkappe kann er auch tragen. Dann nehmen wir ihm die graue Strickmütze ab. Die bringt nämlich 1 Glück. Und ja, ob es jetzt was bringt bei den Siedlern oder nicht, das haben wir auf jeden Fall immer unseren Plünderern angezogen. Aber diesmal wollen wir ja nur eine Plünderin hier haben oder einen Plünderer. Also kann er uns das Zeug schon mal alles hergeben. Dann haben wir ihn hier vorne. Da hätten wir auch lieber eine Frau stehen, obwohl passt jetzt auch. Er hat schon mal das richtige Kleid an. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Mal saubere Fingernägel. So, der kann sich nämlich auch seine alten Sachen wieder anziehen. Das Palettenkleid bekommt dann jemand anders. Ach so. Was hat er denn hier noch? Nein. Das soll er lieber anziehen, sonst verwechseln wir ihn vielleicht mit dem Koch oder so. Die Köche haben bei uns was Ähnliches an. Und du? Kennst du die Farm, die von Ghulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Wahnsinn ist das, ja, auf jeden Fall. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. So, dann nehmen wir dir auch mal deine Sachen ab. Du darfst deinen alten Reisemantel wieder anziehen. Und hattest du keinen Helm? Oh Mann. Die Wetterwechselgeschosse bringen in dieser Siedlung ja wirklich gar nichts. Das ist ja viel zu schade. Die Farm ist nichts Besonderes. Und was ist mit dir hier? Du läufst schon die ganze Zeit hier rum. Ah, du bist aber zugewiesen. Oh Mann, sein Brahmin. So verdammt hungrig. Ich will mir vielleicht du hier. Entschuldigung. Euer Style gefällig? Da. Können wir was tauschen? Lass uns ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. Ja, warum eigentlich kein anderer Style? So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Kleidung gerettet. Und da weiß ich ganz genau, welche Frau... für dich haben wir auch noch eine Arbeit. Du hier. Halt. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Na klar. Welche Frau auf jeden Fall hier zur Friseurin wird... Die mit den auffälligsten Haaren hier. Okay. Das ausrüsten Tee. Geht nicht. Falsches Tee. Was habe ich gerade gemacht mit R? Alles nehmen. Ach, habe ich doch gar nicht. So, jetzt befehligen. Oh Mann, steh mir jetzt nicht im Weg, du Lump. Geh weg da. Oh, das ist so nervig mit den... Können die da... Wieso haben die die immer auf die Treppen gestellt? Ich verstehe... Jetzt ist hinter uns auch noch einer. Mann. Okay. Man muss sich doch hier so viel merken auf einmal. Du warst das, oder? Und du bist hier nicht mehr zugewiesen. Ja, die bleiben immer auf der Treppe. Ich verstehe das nicht. Das müssen die doch auch ausprobiert haben, die Macher. Ja, wir lassen die Leute auf der Treppe stehen, dann sind sie immer genervt und bauen nicht so viel. Oder was? Oder aus welchem Grund? Da hätte man doch sagen können,
beim Qualitätscheck. Die stehen alle auf der Treppe und in der Tür, das ist nervig. Dann müssen, wir müssen andere Punkte geben. Die sollen dann irgendwo anders stehen. Vielleicht haben wir einfach zu wenig Sitzmöglichkeiten gebaut oder so. Ja, das könnte sein. Wir brauchen andere Outfits. Ich weigere mich hier noch irgendetwas zu machen. Ihr steht alle im Weg. Wir haben das extra alles hier umgebaut. Aber jetzt können wir außen rum gehen, hier lang. Früher konnte man die noch verschieben. Die können uns, können sie rumschieben hier. Du. Nee, hier ist schon jemand beschäftigt. Oh, hier auch. Also ich habe mir überlegt, dass wir losziehen und erstmal Kleidung suchen. Hey, ihr seid ja... Auf die Tatos habt ihr euch gestürzt. Das schmeckt köstlich. Ja. Da hat jemand verstanden. Ich habe mir überlegt, dass wir also erstmal losziehen und Kleidung vielleicht suchen in nächster Zeit. Wir brauchen vor allem mehr Flanellhemden und Jeans. Unsere Versorger sind ja alle schon gut ausgerüstet. Und dass wir hier vielleicht noch... ein Dings hinstellen. Ja, oder nicht. Das muss doch irgendeinen Sinn haben. Ein Dings, eine Kiste, meine ich. Eine Kiste für Kleidung hier. Oder hier hin? Na, da stoßen die sich bestimmt alle. Oh, schick. Platzsparend. Ja, okay. Wird ein bisschen schwierig, das Deckelchen davon zu öffnen. Also doch daneben. Ja, ist ja egal, was anderes wird wahrscheinlich sowieso nicht hier hinkommen. Und dann können wir hier sofort die Sachen reinpacken, die an die Siedler verkauft, verteilt werden sollen. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir mehr von diesen polymerverstärkten Sachen hätten. Dass wir sowieso für die Siedler wesentlich mehr Klamotten gesammelt hätten schon. Sauberes cremefarbenes Kleid, das war auch für irgendwen. Wir behalten das mal im Inventar. Eine graue Strickmütze behalten wir auch mal im Inventar, weil ich jetzt nicht weiß, ob... Wir haben, glaube ich, einen, der schon plündert. Und ob der aber die Glücksstrickmütze hat, das weiß ich eben nicht. Weiter geht's mit den Sachen verteilen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut, bleibt gesund, bleibt munter, stay home und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was? Guten Morgen, Schatz.